Satellitenablink-Dingens? Major research completed. Wir fahren mit. So. Gut. Gucken, ob ich dann die ganze Karte sehe. Wahrscheinlich nicht. So, ich habe schon wieder Öl verloren, fällt mir gerade auf. Researches und so, hm? Größerer Motor, klar, ganz klar. Was auch sonst. Hey, die Gauss-Kanone. War die nicht auch irgendwie scheiße? Die war besser als die Railgun. Nächstes Link-Turret. Ich glaube, ich habe beides nie benutzt, oder? Einheiten-Gebäude. Ah, jetzt sehe ich die ganze Karte. Okay. Oh, wenn ich die Lieder oben bin, ist es gleich wieder kaputt. Ein bisschen reparieren. Ich schieße den mal. Wo hast du hingeschossen? Wohin? Da unten. Wow. Die Fabrik, was war das denn? Die Fabrik steht noch. Ha? Die Fabrik steht noch. Ja, das war voll nicht beeindruckend. Was war das denn? Der Satelliten-Dingsbums. Den musste ich einen anderen Sound geben, weil der gleiche Sound geht nämlich auch auf diesen Nuklearreaktor da. Silo meine ich. Wollen das Atomraketen-Silo? Hatte ich das nicht erforscht? Ist noch bei, ne? Ich weiß es nicht, bin ich doch dabei? Ist noch bei. Ach, ich bin noch dabei, das dauert so ewig. Anti-Ground Shield. Naja, gut, dann. Beende ich die Sache jetzt wie ein echter Mann? Mach mal. Dachte, ich würde die Fabrik wegkriegen, aber ne. Und zwar, da muss man natürlich das Richtige bauen, nicht etwa das Falsche. Nein. Ich such's noch. Moment. Moment. Bau doch mal diese Brandartillerie. Ich habe genau das Richtige für den Nahkampf: Nuklearreaktor. Kein Nuklearreaktor? Nee, nee, das ist doch viel zu Mainstream. Ich baue was richtig Hartes für echte Männer. So, hier wahrscheinlich. Ich sag doch genau das Richtige über den Nahkampf. Ja. Da gibt es aber schon bessere Versionen, oder? Die man erforschen kann. Es war Absicht, dass ich das Billigste baue, du Vollpfosten. Inferno Emplacement könnte man bauen. Also erstmal forschen. Ich baue jetzt einfach diese fette Bastion und dann wird alles gut. Ach ja, diesen ewig langen blauen Balken, den habe ich ganz vergessen. Ich habe blaue Balken. Siehst du gleich. Oder auch nicht. Halt, wenn du Dings machst, halt, ne? Hier so technisch, ne? So, ich habe immer noch 0 Followers. Ganz oft irgendwas anklickst, dann wow, jetzt geht's los, Baby. So, ja. Ha, der Flammenwerfer hat schon kaputt bekommen. Ne? Guck mal an, was der Flammenwerfer kann, du. Ging ja schnell. Ja? Hat überhaupt nichts mit dieser Bastion zu tun. Und nu? Ist da noch ein Artefakt, das will ich noch haben. Das habe ich gar nicht angeguckt, was ich alles vernichtet habe. Ärgerlich. Hey, Moment, das hat die Forschung jetzt wieder abgebrochen? Ach komm, nee. Nö, hat's nur beendet. Aber es nimmt dann wieder auf, wenn du wieder reingehst. Hallo, würdest du das bitte mal irgendwie aufnehmen? Komm schon, was ist das? Incendiary Mortar Della. Mit Alt kann ich also eigene Einheiten angreifen. Funktioniert gar nicht. Alt festhalten. Geht nicht, ich kann der Festung keinen Befehl geben. Mit Gebäuden geht das nicht. Was sagt er mir jetzt? Was ein Spasti. Ach fuck, jetzt habe ich den. Naja, scheiß drauf. So. Du könntest deine Dings rausholen oder ich gebe dir Einheiten. Nee. So.
Wir müssen jetzt alle in den Transporter. Oh. Mal gucken, wie viel ich da in den Transporter bekomme. Einen Moment. Dann fahren die mal daher. Dann bauen wir mal Wirbelwind. Die gehen da nicht alle rein. Aber ein Teil davon geht. Hallo, landest du mal? Danke. Lande schon. Hallo? Die gehen da gar nicht rein. Der Kleine geht noch rein. Also was ist das für ein lumpiger Transporter, bitteschön. Geht ein bisschen nach Gewicht irgendwie. Ne? Da geht gar nichts mehr rein. Es geht nach Gewicht. Die Schweren, die wiegen mehr und dann gehen die nicht mehr rein. Leck mich. Ein bisschen anders als in der Kampagne. Merke ich gerade. Ne? Ich merk's gerade, ich merk's. Also von kleinen Panzern kriegst du mehr rein. Warum schießt du da hinten auf meine Kraftwerke? Hörst du damit mal auf? Hm? Ich habe hier hinten Einschläge. Ach so, das ist Feuerwerk. Feuerwerk. Und wegen Feuerwerk habe ich mich getroffen, scheiß Spasten. So, wir wollen jetzt mal einen richtigen Panzer zusammenstecken. Natürlich Tiger aus Deutschland mit Ketten natürlich und... Du kannst aber nicht meine Einheiten angreifen. Was? Das kann ich nicht. Du kannst mit Alt nur deine Einheiten angreifen. Was? Ach, fick dich! Das sagst du mir jetzt erst. Das habe ich dir vorhin schon mal gesagt. Ich habe dir aber nicht zugehört, wie immer. Toll, so ein Mist. So ein Mist. Nexus Link Tower, hey. Keine Ahnung, was er macht, aber... Ist bestimmt cool. Was? Kann den Satelliten auch nicht auf meine Einheiten abfeuern. Den Lasersatelliten. Entlade ich... Achso, entlade ich die. Mist. Ich kann sie höchstens beschützen lassen. Genau. Ja, dich kann ich beschützen, mich selbst kann ich erschießen. Was will mir das Spiel damit sagen? Dass ich der Gute bin. Pff, du stinkst. Warte mal. Kann ich deine Einheiten wenigstens an? Ich kann nicht mal deine Einheiten an. Ich kann gleich beschießen, warte mal. Hey, warte. Was machst du da? Bleib doch mal stehen. Was ist das? Hör auf, was auch immer in meinen Einheiten zu bauen. Hey, warte mal, ich habe da gerade eine tolle Idee bekommen. Das muss ich mal ausprobieren. Können Gebäude kaputt gehen? Du Arschgesicht. Können Gebäude kaputt gehen, wenn da Raketen durchfliegen? Ja, es gibt auch Querschläge. Ich zeig dir gleich mal, wie er das macht, sobald hier das Atomraketensilo fertig ist. Zeig ich dir mal, wie er das macht. Komm doch mal ein bisschen dichter an meinen Nuklear. Nee. Warte mal, was passiert, wenn das Flugzeug da drüber steht? Was soll es da jetzt drüber? Ha? Müsste eigentlich auch getroffen werden. Ich kann es nicht direkt darüber platzieren, das Ding landet halt irgendwie. Nö, das tankiert ihn gar nicht. Hey, Artefakt. Wie? Cool. Gab ein schönes Feuerwerk. Hey, Artefakt. Ich klau dir jetzt deine Artefakte, Mann. Oh, ich hab Blueprints for Laser Satellite gefunden. Na gut, dass wir den nicht schon hatten. Ja, man kriegt immer nur das, was man schon hat. Was total Blödsinn ist. So, ich will jetzt auch nochmal was testen. Aber das dauert, glaube ich, noch einen Moment. Nein, doch. Vielleicht. Ja, eventuell, ne? Willst du denn testen? Siehst du dann gleich. Es dauert noch einen Moment. Raketen sieht das noch nicht fertig.
Mit der Forschen oder was? Ja. Oh, jetzt habe ich wieder 14 Follower. Da muss ich auch noch bauen, da muss ich auch noch warten, bis es aufgeladen ist. Ach, das muss auch noch aufladen. So voll Scheiße. Er ist ja voll der Rotz. Natürlich muss es aufladen. Eine Superwaffe. Also eigentlich. Oh, meine Panzer werden hier fertig. Endlich mal richtige Panzer. Egal, ich baue es trotzdem mal. Oh, gleich ein paar mehr kommen. Wie kann man davon bauen? Ein. Sicher? Ja. Entweder baust du einen Lasersatelliten oder ein Missile-Silo. Ist ja voll ernüchternd. Hey, hey, ich hab hier richtige Panzer, ne? Geh mit deinen Fahrzeugen weg. Ey, du Arschgesicht, ne? Das ist die einzige Möglichkeit. Das geht's nicht. Kannst du die schwere Gauss-Kanone erforschen? Ich noch ein bisschen besser. Aber das ist falsch, das hier. Ich geh ja mal weg, ne? Du Arschloch, du Dummes, ne? Ich mach dich platt. Dauert ein bisschen lange, bis der tot ist. Das ist so nicht, mein Kleiner. Das funktioniert? Ich habe keine Ahnung. Kannst du reparieren, ja. Ich bräuchte noch ein paar mehr von den Dingern. Der fliegt übrigens bei 25% verbleibenden. Also bei 75% Schaden fliegt er in die Luft. Ich weiß es zu verhindern, dass er so viel bekommt. Glaube ich zumindest. Glaubst du zumindest? Wenn er 75% Schaden hat, müsste er eigentlich in die Luft fliegen. Das Ding sich natürlich in den Weg und baut den Reaktor nicht fertig. Repariert. Hahaha. Das hat er sich so gedacht, ne? Man kann tatsächlich nur ein Raketensilo bauen. Ach, leck mich doch. Production completed. 10C Generäle konnte man ganz viele bauen. Ja, aber das finde ich ein bisschen überpowered. Hier oben. Was? Das finde ich zu überpowered, wenn du so viel bauen kannst. Überpowered. Alles ist unter Kontrolle, alles wird gut. Tja, ich habe die Lage mal wieder voll unter Kontrolle. Der kriegt immer noch Schaden, okay, das funktioniert so nicht. Weil es deine Türme sind. Was? Funktioniert aber nicht, weil es deine Türme sind. Ist ja voll scheiße. Müssen wir nicht. Ich baue noch einen. Sicherheitshalber so. So, reparier dir mal, komm. Dauerreparatur. Toll. Wenn ich jetzt noch einen ja, bauen das. Könnte, was? Wenn ich jetzt davon noch einen bauen könnte, dann. Da kann man nur einen von bauen. Ja, leider. Finde ich gut. Die Trucks ausgehen. Extrem heavy body, yeah. Okay, ich will die, glaube ich, zu zweit reparieren lassen. Das müsste sich ganz gut aufgehen. Das geht ganz gut auf, glaube ich. Naja. Also bei mir ist er schon im roten Bereich, aber bei dir wahrscheinlich nicht. 9%. Boah, dieses scheiß Raketensilo braucht so ewig. 10 Minuten. ...7% Damage. Oh, ich stelle gerade fest, 100.000 Energie ist das Maximum. Aber du kannst damit nichts angreifen, ne, mit dem Raketensilo. Warum nicht?
Ja, weil ich gerade festgestellt habe, dass ich mit meinem Lasersatelliten-Dings auch nichts angreifen kann. Kannst du deine eigene Einheit mit angreifen? Nein. Wie nein? Nur feindliche. Kannst du nicht mal deine eigenen auch nicht mit Alt oder so angreifen? Habe ich getestet, geht nicht. Du stinkst. Wer braucht schon Kühltürme, wenn er Reparaturfahrzeuge hat? Gibt's ja noch so, könnte man noch irgendwas machen? Ich guck mir trotzdem das Raketensilo mal an. Hä? Warum ist das? Was hast du jetzt gemacht? Gar nichts, bei mir war's abgelaufen. Asynchron. Interessant. Der Nuklearreaktor, was zur... Hä? Es steht noch der Nuklearreaktor, er ist einfach explodiert. Was? Ja, weil er bei mir explodiert ist und bei dir nicht. Aber, was? Soll das heißen, das Ding macht jetzt, was es will, oder was zur... Das ist einfach nur asynchron. Bei mir ist es weg. Bei mir steht er noch und bei mir kriegt er auch noch mehr Schaden. Bei mir ist er gerade nochmal explodiert. Naja, also nochmal explodieren kann er jetzt nicht. Also höchstens bei dir. Er hat meine Einheiten auf jeden Fall. Aber auf jeden Fall kann ich einen neuen bauen. Er hat meine Einheiten nicht kaputt gemacht, er hat es allerdings dieses elektromagnetisiert hier. Was macht denn? Na ganz toll, jetzt habe ich eine Forschungsanlage verloren. Construction completed. Achso, jetzt klaut er mir auch noch die Forschung. Ja, ganz toll. Major research completed. Man könnte ein paar Minen erforschen, ne? Ich will endlich mal eine Atomrakete mal abfeuern. Danach werden wir langsam aufhören zu streamen. Wow. Wobei ich nicht weiß, mein. Alter, hört mal auf, du Arschloch. Vor allem an die Forschungsstation, du Vollidiot. Oh, halt neue. Hast du genug Geld? Ja, aber das dauert dann wieder ewig. Und dann muss ich die Forschung wieder neu machen und. Ah, danke, meine Einheiten hast du auch noch in die Luft gejagt. Sehr gut. Das heißt, ich muss jetzt. Erst sagen, oh, wir erforschen alles und dann wieder die Dinger abreißen. Verstehst du, was ja, sonst voll Spaß? Außerdem hast du da oben noch zwei. Sag mal, was passiert, ob man eine Fabrik rundherum mit Mauern einbaut? Dann kriegst du trotzdem noch deine Einheiten, glaube ich. Bin mir nicht sicher. Okay, schade. Probier's doch mal aus. Ich muss jetzt erstmal Zeug bauen. Einen gewissen Spawn-Radius, wo sie einfach dann spawnen. Aber irgendwann ist dann auch Schluss. Dann kommen keine Einheiten mehr raus. Und wenn ich ganz viele Mauer drin rumbaue? Dann ist irgendwann Schluss, dann kommt nichts mehr raus. So, ich baue jetzt das Zeug mal irgendwo, wo du mit deinen scheiß Transporter nichts bauen kannst. So. Kann ich die da hinten irgendwo hinbauen? Ja. Leider viel zu wenig, so. Was macht denn mein Raketensilo? Ich hab schon wieder hier einen Erräumlock. Jo, was soll's. Ich glaube, diesmal geht's um meine Energie. Könnt ihr mal ein paar Minen bauen? Kannst gleich einen Arsch. Ein Gesichtstritt. Bauen. Ich lege dir gerade unzusammenhängenden Stuss. Hey, hör auf, meine Heavy Panzer zu schieben. Schön, wie sie daneben sitzen. Schön, wie die Raketen aus dem Nichts kommen. Kommt mit fertig. Ach, da hast du was gebaut. Nein, habe ich nicht. Das ist eine Lüge. Ich glaube,
bist blind. So, wird fertig, dann machen wir Schluss. Also das Raketensilo. Nein, ich habe gleich meine Omega-Kontaktmine erforscht. Ich vorstelle, dass die Omega-Arschtrittmine ist. So, warte mal, was ist denn hier? Gibt's hier so... Perfekt. Was, Mietmine? Bleib stehen! Oh, warum ist es jetzt explodiert? Oh, da liegen ein paar Minen. Achso. Noch und so. Nee, nicht das hier. Ach. Hörst du auf, da rauszufahren? Gefällt stehen! Meine Minen. Hey, ich kann das Raketenziel abschießen. Wie schieße ich das ab? Achso, gar nicht. Das kann man wirklich nicht abschießen. Das ist ja voll scheiße. Ja gut, dann machen wir jetzt mal Feierabend hier. Jetzt schon? Oh. Ja, es reicht, komm. Ich dachte, ich könnte vielleicht meine eigenen Einheiten in deiner Basis mit dem Atomreaktor weg, mit der Atomrakete wegschießen, aber... Nö, das geht ja nicht. Dann wollte ich gar nicht aufnehmen. Ich wollte irgendwie eine halbe Stunde aufnehmen oder nochmal zwei Stunden und dann Schluss machen, aber nicht so lange. Egal, Karl. Das war's für heute mit Warzone Battle Whatever. Für YouTube. Nexus Total War. Ja. Und der Stream wird auch gleich aufhören. Erst bei YouTube beenden. So, Wiedersehen, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Oder? Nee. Nein.